Hallöchen und willkommen in Lanas Kreativatelier. Letzte Woche haben wir gemeinsam diese zwei Karten, Genesungskarten, gestaltet. Diesmal habe ich ja gesagt, wollen wir dieses Thema fortsetzen und bauen passende Boxen dazu, um etwas zur Genesung zu verschenken. Mit diesem Papier haben wir das letzte Mal gearbeitet. Diese Projekte habe ich eigentlich schon vor Weihnachten vorbereitet. Und daher habe ich mit diesem Papier gearbeitet, mit anderem Designerpapier von Action. Ich überlege mir diesmal doch wieder umzuschwenken und passend zu der Karte, um meine Boxen zu bauen. Aber ich zeige euch erstmal die Projekte, die ich mir überlegt habe. Als erstes hätte ich so einen Erste-Hilfe-Kasten, sag ich mal. So sieht es danach aus. Ein ganz einfacher Koffer mit Erste-Hilfe, was andeutet, wenn man es öffnet. Passt da schon mal einiges rein, damit ihr euch vorstellen könnt. Hier habe ich ein Erkältungsbad eingepackt. Etwas Tee, also heiße Zitrone. Pastillen. Hustenbonbons passen rein und es wäre noch ein bisschen Platz. Auch ein Thermometer würde Platz finden, eventuell Taschentücher, wobei man dann die Box anders umpacken soll. Diese Box habe ich aus einem kompletten DIN A4-Blatt gebastelt. Ich zeige euch mal kurz die Anleitung, die werde ich unten in der Infobox verlinken. Da könnt ihr die Anleitung euch herunterladen. Wir möchten heute allerdings noch etwas anderes zusammen basteln. Das ist nur als eine Idee. Ich denke, diese Box ist sehr bekannt, wie man die bastelt. So wie eine Art Pizzaschachtel. Hier habe ich Designerpapier doppelt geholt. Einen Griff gebaut mit gute Besserung Anhänger dran. Hier habe ich noch kleine Ecken gemacht. Nochmals Deko. Ich muss mal gerade raussuchen, aus welchem Stanzenset ich das hatte. Hier habe ich schon meine Stanzen. Das sind diese Slimline-Stanzen. Und hier gibt es in Mitte, im Oval, diese Ecken. Diese Buchecken hatte ich verwendet. Und zwar hier mit der Stichkante innen drin. Das musst ihr nicht so machen. Aber falls ihr es genauso nachbasteln wollt, für meinen die mittleren Anhänger habe ich eine Stanze von Stampin' abbenutzt, aber alternativ wäre hier eventuell, die kommt ja von der Breite sogar in etwa hin, wäre hier so eine Stanze zu verwenden, die hat so ähnliche Motive, aber in den Ecken und weniger in der Mitte. Das ist für euch als Alternative, aber man kann ja die Box komplett anders gestalten. Es ging mir nur um Idee, wie man die Box baut. Hier habe ich die Anleitung, so würde sie bei mir aussehen, wenn ihr die runterlädt. Es ist, ich habe sie so konzipiert, dass sie aus einem ganzen Bogen A4 zu machen ist. Ich kürze dann mein DIN A4 Papier nur in der Länge auf 29,5 cm und lasse die komplette Breite. Hier sieht man 29,5. Dann falte ich rundherum komplett auf allen vier Seiten bei 2,5 cm. Da sind immer, das ist die Höhe meiner Box, 2,5 cm. Und dann brauche ich nur noch in der Mitte einen Streifen von 2,5 cm. Und das Maß steht hier bei 13,5 und bei 16 wird es einmal nochmal quer gefalzt. Dann haben wir nochmal 2,5 cm, wie man hier einschneidet. Die Laschenform ist ja alles aufgezeichnet mit Rot, wie man es abschneidet. Nur noch zusammenkleben, dass im unteren Bereich entsteht eine Box und oben ist ein Deckel, mit dem man verschließen kann. Das ist eine Variante. Als zweite Variante habe ich mir so eine Explosionsbox überlegt, in die man natürlich auch einiges einpacken kann. Meine Box hat die zweitgrößte Größe.
damit sie aus einem A3 Bogen passt. Wie man sieht, hat hier der Deckel ein paar hübsche Ornamente bekommen. Dazu habe ich das Set, ich hole es mal raus, dann sieht man es besser, von Teddy benutzt. Hier sieht man einzelne Elemente, habe ich einfach abgestempelt, ausgemalt und dann ausgeschnitten. Habe ich mich für diese hier entschieden. Mein Blister habe ich auf so ein metallisches Papier mit Stason gestempelt und ausgeschnitten. Dann sieht es wirklich wie so eine Tablettenpackung. Noch ein Schriftzug dazu. Alles farblich aufeinander abgestimmt. So, noch einmal vorne. Habe ich auch hier aus dem Set die Teile benutzt. Dieses Viereck mit dem Kreuz da reingestempelt. Und dann hatte ich noch so kleine Stanzen. Habe ich SOS einfach gemacht. Als Alternative denke ich mal, dass man diese Buchstaben benutzen könnte. Wenn ich hier das kleine S da finde, dann kommt es ja von der Größe in etwa hin, könnte man auch auf einzelne kleine Quadrate einfach SOS stempeln, wenn man es so in die Richtung nachbasteln möchte. So. Ansonsten ist das, wie man so eine Explosionsbox kennt. Mit vier Wänden, die Original abgeschnitten, übereinander geklebt, entstehen Taschen. Da könnte man einen Tee zum Beispiel einpacken. Hier drin könnte man ein paar Sachen verstauen und dann so verschenken. Fand ich mal auch eine interessante Idee als Alternative. Das habe ich alles mit diesem Papier gebastelt und heute basteln wir noch etwas anderes. Das zeige ich mal. Ich habe mir noch überlegt, solche Arzttaschen zu bauen. Da habe ich ein bisschen getüftelt. Die erste Variante hat mir gar nicht gefallen. Die war zu hoch, sah eher wie eine Einkaufstasche aus. Hier ist etwa mit Proportionen, womit ich einigermaßen zufrieden bin. Das ist meine kleinere Version. Hier habe ich noch etwas größere. Die ist aus einem, muss ich gerade überlegen, ich meine, dann hole ich mal meine Anleitung. Wie ich sehe, mein kleinstes Maß ist die wirklich 30,5 x 30,5 cm. Dann ist das dieser kleine, der ist aus einem A3-Bogenpapier gebastelt. Dafür habe ich auch diese Papiere benutzt. Fand ich recht passend, so ein bisschen das eventuell Ledernachahmt. Ganz einfach mit einem Kreuz in der Mitte, nichts Aufwendiges. Einfach, dass das eine Arzttasche darstellen soll. Meine hatte ich mal versucht, hier mit Magneten zu verschließen. Die eine Tasche hält nicht ganz so. Wir probieren heute mal zu improvisieren. So, zeige ich mal Inhalt. Da passt schon einiges. Wieder meine Pastillen, Hustenbonbons, etwas größere Verpackung, Taschentücher und Tee. Auch eine Salbe, Erkältungssalbe findet da Platz und ein bisschen Platz ist da noch. So, damit ihr euch grob Größenverhältnis vorstellen könnt, hier ist die kleinere Variante. Da ist nicht arg so viel wie der Tee. Zweimal Hustenbonbons, zwei kleinere Päckchen. Viel mehr passt hier schon nicht rein, außer wenn man ein paar andere Sachen einpackt. Pflaster könnten da reinpassen. Also sehr geräumig ist die Tasche nicht. Wenn man überlegt, so viel Unterschied ist ja im Bogenpapier nicht, aber es macht schon einiges aus. So, ich zeige euch mal kurz meine Anleitung. Die ist ja farblich gekennzeichnet. Hier sieht man 1, 2, 3, 4, 4 Punkte.
Ja, weil anders mein Ausdruck stimmt hier nicht ganz farblich. Unser Drucker hat wohl nicht Farben, sind die Farben etwas verbraucht. Aber hier sind vier verschiedene Farben. Schwarz ist die Grundfarbe für das kleinste Maß. Und dann habe ich jeweils, sieht man hier nicht, aber da sind jeweils vier Maße, jeweils in einer anderen Farbe. Die sind auch hier unten gekennzeichnet, damit man jedes Maß zuordnen kann. So, das ist hier mein Schnittmuster, wie man das zubereitet. Ich habe mir überlegt, das kleinste ist aus einem 12x12 Inch Bogen, dann das nächste ist aus einem A3 Blatt, das nächste ist, wenn man zwei A4 Blätter aneinander klebt, oder beide sind aus einem A4 Blatt. Bei mir steht immer wieder Grundmaß, das bezieht sich auf hier das untere. Das ist meine kleinste, die ist zum Beispiel 5x5 x 10 cm. Da steht hier, deswegen ist es dieses Grundmaß ohne Verschluss. Das wird das obere Teil nicht berechnet, sondern sozusagen hier, wo das meiste drin liegt in meiner Box, plus Verschluss, das noch ein bisschen in der Höhe Platz bietet. So, dieses Maß. Diese Box hat ein Grundmaß von 6 x 6,5 und 14 cm lang. Ich habe das hier natürlich an die Größe angepasst, aber in etwa mein Grundmaß ist in etwa 1 zu 2, also 5 zu 10. Hier wäre theoretisch 7 zu 14. Bei mir sind das hier 6,5 geworden. Ich habe einfach die ganze Breite des Papiers versucht auszunutzen. Gefällt mir vom Verhältnis sogar etwas besser als die kleinere Variante. Da könnt ihr mal anpassen. So, die nächsten zwei Größen sind machbar. Die kann man natürlich schlecht wenn man zwei vier Bögen aneinander klebt, schlecht in einer Falzmaschine zu falzen. Da muss man die Blätter einzeln falzen und dann erst zusammenkleben. Das ist eins. Und zweitens, kann es passieren, dass man eine Naht dann mitten irgendwo auf einer Seite hat, wo man aneinander geklebt hat. Das überklebt man zwar mit Designerpapier. Müsst jetzt schauen, man kann auch hier Designerpapier aufkleben, damit es weniger auffällt. Ist aber zu bedenken, dass dann irgendwo mittendrin der Schnitt liegt. Aber so kann man die Taschen noch vergrößern. Also, die nächstgrößere Variante wäre 7 x 14 cm. Nein, muss ich einmal schauen. Doch 7 x 15 cm groß. 7 x 7 x 15. Und noch die nächstgrößere ist sogar 9 x 18. Also vom Grundmaß. Ich habe mir überlegt, ich erkläre grob, wie ich meine Box aufbaue. Und bei dem heutigen Maß im Video werden wir improvisieren und noch ein ganz anderes verwenden. Und zwar habe ich ja eben schon erklärt, dass es circa 1 zu 2 in etwa bei mir ist. Wenn hier 5 mal 5 ist dann die kleinere Seite, ist ein Seitenteil. Und dann 5 mal 10 cm ist dann meine Breite der Tasche. Und das wiederholt sich natürlich wieder viermal plus eine Lasche. Das ist soweit verständlich. Die Höhe richtet sich auch. Hier sind meine 5 cm. Hier habe ich so gemacht, dass ich hier 2,5 und 2,5 cm einfach gemacht habe, dass die Naht in der Mitte sich trifft. Dann spart man auch etwas an Papier. Wobei, wenn ihr seht, hier sind manchmal krumme Masse, 13,6 cm. Das habe ich so gemacht, damit hier kein Spalt entsteht, habe ich hier statt 2,5 auf 2,6 cm gemacht. Dann schließt es sich wunderbar und dann steht kein Spalt dazwischen. Daher nur einmal zur Erklärung, warum hier einmal so ein krummes Maß mit einem Zentimeter, Millimeter Zugabe ist. So, außerdem
reicht es eigentlich aus, wenn man hier die Breite von, also für meinen Deckel 2,5 und plus 2,5 cm, kommt man ja 5 cm, würde ja hier ausreichen. Das heißt, es wären hier, ich habe oft ein bisschen Größe, hier habe ich bei der Tasche 3 cm benutzt, aber würde 2,5 eigentlich auch reichen. Plus ca. 1,5 cm oben, mein Verschluss. Damit es hier noch etwas stabiler ist, habe ich mir einmal doppelt gelegt, noch einmal umgeknickt. Deswegen gibt es hier zweimal 1,5 cm. So, das ist grob. Das ist bei allen Taschengrößen, habe ich ungefähr bei 1,5 cm im oberen Bereich gelassen. Und dann hier für den Verschluss, für den Deckel sozusagen ungefähr die Hälfte von meiner Höhe. Und hier noch einmal, zweimal, also die Hälfte von der Höhe. So, damit ihr das einmal nachvollziehen könnt. Jetzt möchte ich etwas papiersparender bauen und versuche mir einen Koffer mit 6 x 12 cm zu bauen. Das ist, und das liegt dazwischen, das ist etwas größer als dieser Koffer und den baue ich trotzdem aus einem A4-Bogen. Zwar habe ich mir überlegt, dass ich meinen A4-Bogen einmal halbiere und dann einmal drehe und längs aneinander klebe. Dann habe ich ja 21 plus 21, habe ich ja ganz 40 cm, auch wenn es überlappt, Platz, und die Höhe habe ich ja von knapp 15 cm. Nochmal zur Erklärung, also 6 mal 12 habe ich dann, habe ich ja meine 18 plus etwas Überlappung zum Festkleben, dann hätte ich nochmal 5 und die 12. Das ist nämlich praktisch in dem Sinne, dass man bei 18 cm ja eine Falz macht und dann unser Bogen, wenn wir den halbieren, der ist 21 lang und ich brauche die 18, 6 plus 12, doch kommen wir auf 18, plus meine Klebelasche reichen eigentlich 1,5 cm, dann kommen wir mit 21 cm auf jeden Fall hin. Hier kleben wir zusammen, da braucht man auf der zweiten Hälfte nochmal genau das gleiche. Meine 6 mal 12 plus die Klebelasche. Das heißt, wir können sogar so auskommen, ohne dass die Naht irgendwo mittendrin ist. Dann ist die Naht genau hier an meiner Stelle, wo es geklebt ist. Und so ist das eventuell auch praktischer. Mit der Höhe machen wir das so, dass wir die Höhe von 6 cm haben. Das heißt, hier reicht uns 3 cm. Hier für den Deckel auch 3. Habe ich ja gesagt, jeweils die Hälfte. Das heißt, 6 plus 6 liegen wir bei 12 cm. Dann bleiben uns knapp noch 3 cm in der Höhe. 14,85 ist ja die Höhe von einem halben A4-Blatt. Das heißt, wenn ich hier 1,5 cm mache, bleibt für die zweite Falzung wird einfach 2 mm kürzer sein. Ich denke, das ist kein Problem. Es geht ja nur darum, damit es hier etwas stabiler ist und nicht zu schnell umknickt im oberen Bereich. Gerade wenn man immer öffnet, wollte ich das doppelt legen. Und wenn es 2 mm kürzer ist, dann passt es trotzdem wunderbar rein. Aber jetzt genug geschwatzt. Wir fangen an. So, außerdem habe ich mir überlegt, mein Design von der Karte zu übernehmen und von die wir das letzte Mal gebastelt haben. Da habe ich mir die Farben angepasst und wir werden das gleiche Design nochmal verwenden, so dass ich zu der Karte vom letzten Mal eine passende Box habe. Aber als erstes halbieren wir unser Blatt bei 14,85. Dann haben wir zwei Teile. Und jetzt, wie ich schon erklärt habe, einmal müssen wir 6 und das doppelte 12 cm.
sind wir 6 plus 12, kommen wir zu 18. Dann brauchen wir nur noch eine Lasche von 1,5 cm. Also reicht uns bei 19,5, würde ich das Ganze kürzen. Dann haben wir genug zum Festkleben. So. Jetzt drehen wir einmal um 90 Grad und falzen weiter das untere bei 3 cm. Vielleicht mache ich das sogar bei 3,1 cm. Lege ich den 1 cm, wird oben halt noch ein Millimeter kürzer. Oder ich mache statt 1,5 1,4 mm oben. Also ich nehme doch 3,1. Das ist nochmal, damit hier kein Spalt entsteht. Sonst würde ja genau die Hälfte entstehen, aber durch das Falzen verschiebt er sich ein wenig. Deswegen mache ich einen Millimeter größer. 3 plus die Höhe von 6 kommen auf 9 plus der 1 Millimeter, also 9,1. Dann brauchen wir nochmal 3, also 12,1. Anderthalb Zentimeter drauf, da machen wir 13,5. Dann ist meine Lasche ja automatisch um 1 Millimeter kürzer, weil wir ja hier 1 Millimeter immer mehr gefalzt haben. Ich habe 1,5 cm dazu gerechnet und falze bei 13,5. So, nochmal. Wem es das nicht ein bisschen umständlich ist, der kann genau nach dem Plan bauen, wie das hier vorgegeben ist. Die Maße für diese Box schreibe ich am besten nachher auch noch in die Infobox rein, falls ihr das genauso nachbasten wollt, damit ihr auch noch eine zusätzliche Variante habt. Die könnt ihr nachher auf dem Blatt nochmal notieren in einer anderen Farbe. Dann habt ihr sogar 5 verschiedene Variationen, um diese Box nachzubauen. So, unser Grundmaß ist soweit fertig. Hier wird das zusammengeklebt. Und so ist unsere Box soweit vorbereitet. Jetzt fehlt uns noch für im oberen Bereich, damit man zumachen kann, diese kleinen Dreiecke. Die werden in diesen schmalen Viereck gebaut. Hier oben. Das heißt, müssen wir die Mitte bilden und ein Dreieck. Ich mache das so. Ich glaube noch so. So, muss man schauen, dass ich genau im Bild bin, damit ihr auch alles seht. So, ich zeige euch mal meine Variante. Hier haben wir die Breite von 6 cm. Das heißt, hier möchte ich falze am besten durch, weil hier faltet man nachher und der Knick muss nachher durch beide Seiten gehen. Das heißt, ich lege bei 3 cm an. Dann kann ich bei den beiden oberen eine Falzlinie ziehen. Das ist noch relativ einfach. Das gleiche auf dem zweiten. So, jetzt nehme ich mir mal mein Lineal zur Hand. Und ziehe mir hier mit meinem Falzbein ein Dreieck hinein. So, da wird das Dreieck hineingefalzt. Das gleiche mache ich noch auf dem zweiten Blatt. So, und auch hier ist mein Dreieck drin. Jetzt können wir die beiden Papiere zusammenkleben und dann die Falzlinie nachziehen. So, ich nutze hier mal Flüssigkleber. Ich glaube, das wird am
besten halten. Es braucht nur eine Zeit lang, bis es anzieht. Kann man nicht sofort weiterarbeiten. So, und das ist jetzt hier, sollte fest sein. Dann halten wir alles nach. Boden. Ja, das brauchen wir eigentlich etwas später, aber können wir ein bisschen schon unsere Dreiecke formen. Da bin ich wieder zurück, leider mit schon halbfertigem Projekt, da meine Kamera inzwischen ausgegangen war, was ich nicht gemerkt habe. Was habe ich inzwischen gemacht? Ich habe mir das Ganze, die obere Lasche umgeknickt, umgelegt und dann die Box zusammengeklebt. Das ist, denke ich, verständlich und soweit klar. Natürlich habe ich hier noch meine Laschen zurechtgeschnitten. Und zwar hier an der breiten Seite schneidet man hier gerade ab, beidseitig, rechts und links. Genau wie auf gegenüberliegenden Seite. Und die seitlichen, da sind die Laschen, die werden einfach etwas abgeschrägt, abgeschnitten. Das Ganze ist ja auch in der Anleitung genauso eingezeichnet. Ich denke, dass ihr da soweit zurechtkommt. Jetzt wird eigentlich nur noch die Box zusammengeklebt. Seht ihr? Hier entsteht kein Spalt, denn 1 mm dazu und schon passt das. Hier wird nachher die Box so zusammen gemacht und dann ist schon das Gerüst soweit fertig. Bevor ich das Ganze zuklebe, kleide ich das Ganze mit Designerpapier aus, denn so ist es einfacher zu kleben. Ich habe die Box so beklebt, dass ich mein Designerpapier nicht auf die einzelnen Flächen hier geklebt habe, sondern hier zum Beispiel auf der Vorderseite auf die ganze Fläche bis auf oben. Den Verschluss zeige ich mal hier an der kleinen Box. Ich habe hier in einem Stück gearbeitet, einfach aufgeklebt, ohne eine Falze zu ziehen. So beim Zusammenlegen der Box entsteht ja automatisch eine Falte, damit sie nicht so scharf ist. Dachte ich, wäre vielleicht für so eine Tasche etwas attraktiver als eine scharfe Kante. So, das ist eins. Meine Designerpapiere schneide ich gleich zurecht und klebe sie auf. Die schneide ich mir auf das Maß 8,7 cm mal 11,7. 3 mm ziehe ich für einen kleinen Rand drumherum. Kann ich ebenfalls als Info unter dem Video aufschreiben. Und auf die kleinen Flächen, auf die quadratischen, habe ich mich für 5,7 mal 5,7 entschieden. Bei dieser Variante hier habe ich
auch im oberen Bereich komplett aufgeklebt, aber dass hier viel gefalzt wird, dachte ich, wird vielleicht ein bisschen zu stark, zu steif das Ganze. Denn in meiner größeren Box habe ich nur die Fläche benutzt. Das könnt ihr überlegen, wie es euch passt. Ansonsten wird die Länge hier ebenfalls wie hier auf 8,7 verlängert. Das ist soweit klar. Die ganzen Stücke brauchen wir jeweils zweimal. Für die und hier noch einmal. So, bevor ich das gleich vorbereite, habe ich mir nämlich alternativ als Verschluss einen Druckknopf überlegt. So, dann habe ich hier mittig durchgestochen, einfach Mitte ausgemessen, meine Knöpfe schon angebracht. So, wenn man den Knopf zuschließt, der ist ja perfekt, schließt sehr gut zu, hält auch gut fest. Ich musste nur leider feststellen, dass es aber sehr schwer aufgeht. Sag ich euch mal, da muss man schon gut Kraft anwenden. Nach ein paar Mal öffnen, könnte es eventuell reißen. Es hält sehr gut zu, sieht auch schön aus, aber beim Öffnen. Manche Knöpfe sind nicht so fest, die haben nicht so viel Druck, vielleicht etwas ausgeleitet, nicht so genau gearbeitet, dann halten sie nicht so fest, dann wäre es ja optimal für die Box. Mein Knopf hält super, also guckt mal eventuell nach Alternativen mit Knopf, mit Klettverschluss oder eventuell einfach ein Loch durch und durch machen, durch beide Seiten und mit einem Band zu machen. Wäre eventuell auch noch möglich. So, dann kleide ich meine Box aus und bin gleich wieder zurück. Tada, da ist die schon. Meine Box ist die ausgekleidet. Auf allen vier Seiten hat mein Knopfverschluss. Zusätzlich habe ich hier noch einen Anhänger mit guter Besserung angebracht. Hier habe ich eine Stanze von Action verwendet. Und zwar diese hier. Zeige ich mal kurz. Jenes lange Stück. Da es mir einzeln nicht so ganz gefallen hat, habe ich es nochmal ein zweites Mal aus dem Resten von Designerpapier. Hatte ich gerade noch einen kleinen Streifen. Das habe ich noch etwas verlängert. Und darunter geklebt, zusätzlich einfach als ein Eyecatcher. Ja, meine Box verschließe ich erstmal nicht, um sie nicht kaputt zu reißen. Jetzt fehlen nur noch die Griffe, die habe ich leider auch schon festgemacht. Aber ich zeige mal, wie ich sie gemacht habe. Als erstes für die kleine Variante. Die könnte man auch so ausschneiden. Da habe ich eine Stanze benutzt. Und zwar die beiden, bei diesen beiden Slimline-Stanzen gibt es hier solche schönen Rahmen, Viereckrahmen, genauso wie hier das kleinere Stück. Wenn man sie mit dem gleichen Abstand rechts, links und oben aus dem Papier ausstanzt, ungefähr bis zur Hälfte würde ich mal sagen, und am besten doppelt legen, zweimal ausstanzen und dann doppelt legen, dann entstehen hier die Griffe. Jetzt zeige ich mal hier noch mal kurz. Das ist nämlich genau hier die Breite von meinem Griff. Das ist für die kleine Variante, fand ich so ganz angenehm passend für die Größe. Und für diese Box habe ich diese Oktagons benutzt, also diese Achtecke. Und zwar die beiden mittleren, also die zweitgrößte und die nächste. Die hatte ich ebenfalls, die kleinere mittig mit dem gleichen Abstand, natürlich
umgedreht, aber so sieht man es vielleicht besser. Ausstanzen, so wie das ist, als komplettes Stück. Und dann, wenn man es ausgestanzt hat, drehe ich am besten, damit man es erkennt. Das ist die Form. Habe ich es in der Mitte einfach gefalzt und zusammengelegt. Schön zusammengeklebt. Dann sind die Griffe doppelt und halten besser. Und die haben von der Länge so gut gepasst, dass ich sie einfach unten bündig an meine Verstärkung aufgeklebt habe. Dann ausgerichtet, damit sie schön parallel sitzen. Und so sind meine Griffe entstanden. Ich finde die Box hübsch und schön gelungen. Ich mache sie jetzt doch einmal zu, damit man hier einmal im Video besser sehen kann, wie die Box komplett und fertig ausschaut. Ich finde sie wunderbar gelungen. Hier etwas neutraler, nur mit einem einfachen wilden Möhre. Hier die Seite ist ein bisschen bunter. Da habe ich einfach Reste vom Designerpapier gebraucht. Und bei mir sind wirklich nur noch ein paar einzelne von den zwei Karten. Und ja, der Box sind bei mir hier die einzigen Reste übrig geblieben. Ziemlich den ganzen Bogen habe ich aufgebraucht. Das gleiche Papier vom letzten Mal benutzt, wie ich euch schon am Anfang gezeigt habe. Ja, dadurch ist diese süße Box entstanden. Zusammen mit der Karte kann man es doch wunderbar verschenken, finde ich. Wie findet ihr die Idee? Würde ich gerne mal wissen. So, jetzt kommen alle Projekte nochmal auf einen Blick. Nochmal als Erinnerung, das war unser Arzttasche. Dann hatten wir noch die Explosionsbox. Die finde ich auch richtig schön gelungen. Auch mit den Farben. Ich fand den Block optimal. Als ich an gute Besserung gedacht habe, musste ich direkt in diesem Block denken. Da ist ja alles Mögliche dabei. Aber kann man auch sehr schön für Wellness. Gerade diese Art Arzttasche passt vielleicht nicht immer. Gerade wenn man auch Wellness-Sachen verschenkt, aber hier in der Box kann man ja alles Mögliche einpacken. Und noch dieser Koffer. Das waren meine Projekte von heute und ich hoffe, dass ihr Spaß und Freude an diesem Video hattet. Wünsche ich euch dann noch viel Spaß beim Nachbasteln und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.